Also man sieht schon, wir sind hier. Wir werden hier mit Unmengen von Aliens konfrontiert. Ich glaube, hier oben ist sicherer. Hier sind nämlich sehr, sehr selten Aliens. Ja, in die extremen Gefahrenzone hier wage ich mich noch gar nicht zu begeben. Ich bin froh, dass wir uns die Tentakulaten in Ruhe lassen. Ja, wir werden gesehen. Das jetzt in Sandrohr an die Front schicke, ist natürlich. Ja, wie soll ich sagen? Suboptimal. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht mehr viele Einheiten zur Verfügung. 1, 2, 3. 3 Einheiten sind übrig geblieben. So, bei der Aktion sollte nicht viel passieren. Sache ist, ich kann mich ja auch nicht durchschließen, das wäre optimal. Übrigens komme ich deswegen auch nicht einfach hier quer durch. Das geht leider nicht. Also irgendwann muss ich hier schon mal. Muss ich hier schon mal durchrennen. Keine klare Sache. Okay, hier lang, da lang. Da komme ich hin, wenn ich von dort. Gut. Nein, bitte tu nichts. Oh, ich glaube, er hat aus Panik seine Waffe weggeworfen. Ich werde ihn mal ganz fix analysieren. Habe ich abgelegt wegen erhöhter Trefferwahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich nicht mehr genug Zeiteinheiten. Ja, ich muss übrigens auch mal in die Richtung drehen. Aber gut. Was soll es? Feuer. Dann vielleicht ein bisschen intensiver. Ja, hier steht sie jetzt ganz gut. Zombie Crossy hat, ja, dank Molekülsteuerungsangriff Moral verloren. Das ist natürlich denkbar schlecht. Was ich noch machen kann, ist mich auf der Karte umgucken, in Hoffnung, dass der Tass, auf der er in Panik geraten ist, seine Waffe hat fallen lassen. Das sieht man nämlich hier als Extrapunkt dort, wo eigentlich keiner sein sollte. Aber ich sehe aktuell. Hier stand der mit der Betäubung. Nee, ich sehe aktuell nichts. Könnte zum Beispiel sein, dass hier ein Punkt auf einmal auftaucht, weil er dort gestanden hat und hat dann seine Waffe hingelegt, aber leider nicht der Fall. So, Sandro, weiter geht's. Sandro ist hier voll unser Mann. Da werfe ich mal keinen Blick rein, stattdessen stelle ich mal hier hin. Ich will dann eigentlich von hier oben nach unten segeln. Ja, ist durchgedreht. Schön, schön, schön. Mal von dort weiter angreifen. Und zwar so. Hallo, ist hier jemand? Scheinbar nicht. Granaten. Shit, das war ein Arzt. Das war ein Arzt. Den hätte ich mal betäuben können. Aber gut, was soll's. In der Not konnte man das auch nicht ahnen. Ich hätte auch keine Zeit gehabt, ihn zu analysieren, also pff, was soll's. Ja, ja, ganz ruhig, Crossy, ganz ruhig. Wenn er übrigens durchdreht, dann stellt jetzt ein wenig seine Moral wieder her. Ist also nicht so wild. Also, ich teste mal ganz kurz hier. Tentakulat, richtig, in der Ecke. Ich könnte feuern, mich aber nicht weit genug zurückziehen. Eventuell mit der Granate lösen. Hier bin ich sicher. Die Granate ist auch bereits, richtig, bereits aktiviert. Der Crossy steht mir gerade nicht zur Verfügung. Die müsste ich eigentlich dort wegbewegen, aber solange er in Panik ist. Ah, sehr gut. Kann ich das nicht machen?
glaube, das Tentakulat hat sich keinen Meter bewegt. Jo, genau. Und eventuell reicht eine Granate. Kann ich die nicht irgendwo da oben hinwerfen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nur feuern. Und wenn ich feuere, dann habe ich nicht die Gelegenheit, um wieder wegzurennen. Was kann ich noch machen? Der Cross hier steht näher, den könntest du auch mit einer Granate probieren. Laufe ich aber Gefahr, dass andere Tentakulaten mich ins Visier nehmen und ihm dann hinterher rennen. Ja, genau so. Bitte nicht, tu es nicht. Shit! Mist, verdammter! Tja, das war's mit dem Crossi. Also, der hat ihn gerade in einen Zombie verwandelt. Wenn ich den Zombie töte, dann entsteht daraus ein weiterer Tentakulat. Ah, ich hätte das Risiko eingehen sollen. Mist, Crossi war einer unserer besten Männer. Ich kann nur hoffen, dass der Sandro hier schnell genug wegrennen kann. Ja, kann er. Weil die beiden sind die einzigen, die übrig sind, also. Mist, den Erik. Der Erik. Den kann ich eventuell noch retten. Indem ich einfach genau das mache. Ich gehe nach unten. Feuer. Geh nach oben. Geh nach unten. Feuer. Geh nach oben. Das ist das, was ich hier drüben eigentlich machen wollte. Den Erik sollten wir schon mitnehmen. Vor allem, wenn es, ja, wenn es uns möglich ist. Ja, der erste Treffer und für ein neues Tentakulat heraus. Das jetzt habe ich ihn versteckt. So, Emilio. Den MS-Laser lege ich mal her, den kann der Santo wieder mitnehmen. Dann haben wir wenigstens noch einen. Dann warten wir auf die nächste Runde und versuchen, den Erik zu bergen. Vielleicht gelingt uns das ja. So. Hallo? Ist hier irgendwo jemand? Und schnappen uns noch den Erik. Mist, Emilio ist überladen. Den will ich eigentlich nicht offen stehen lassen, aber es hilft nichts. Ich komme in einer Runde nicht bis dorthin. Gut. Ich hätte natürlich hier in die Deckung gehen können, aber da habe ich natürlich für diese Frage eine Kühlsteuerung. Okay. Zombie Erik. Komm bei Zombie Sandro in den Rucksack. Oder die Hand irgendwo hin. Ja, kann ich natürlich auch durch die Kante werfen, wenn ich das möchte. Möchte ich aber gerade nicht. Und der Emilio. Ich mach mal folgendes. Ich starte mit dem Emilio mal noch einen Verzweiflungsangriff. Ich meine, der ist nun mal nur ein Rookie. Wenn der drauf geht, naja, was soll's. Aber wenn er es schafft, wenn er es schaffen sollte, dann wäre es natürlich super. Also, einfach ohne Rücksicht auf Verluste hier Vollgas. Kannst du noch decken gehen? Da sieht er uns nicht. Wenn doch, dann. Gut, okay, alles gut. Kannst du... Ich könnte es auf jeden Fall, das mache ich aber einfach nicht. Ach du meine Güte. Ja komm, renn einfach.
Oh, ich hoffe, da oben ist jetzt keiner. Ich hoffe, die Tentakulaten verfolgen mich auch nicht. Das können die nämlich sehr wohl. Halt, nein, 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 nein. Ach, doch, ist richtig gut. Da ist er. Das ist die Gerätschaft, auf die ich es abgesehen hatte. So, Emilio, zeig, was du kannst, dann schießt das Ding bei den Haufen. Hallo? Hallo? Das Spiel ist angefangen. Mal schnell speichern. Okay. Das kann gerade das Spiel eingefroren. Und zwar, weil sich meine zweite Festplatte ausgeschaltet hat. Weil die habe ich nicht mehr verwendet. Okay, die Kommandozentrale haben die zerstört. Und jetzt wollte der Computer irgendwie aus irgendeinem Grund auf diese Festplatte zugreifen, auch wenn er eigentlich damit gar nicht arbeitet. Und deswegen, ja, hing er erstmal eine Runde. Und dann benutze ich mal die Granate. Nicht werfen, sondern aktivieren. Hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. Die werfe ich dann einfach ins Untergeschoss. Ja, okay. Den wollte ich eigentlich gleich töten. Ja, eigentlich wollte ich hier in Deckung gehen und dann mich hier draufstellen und nachher unten die Granate werfen. Aber gut. Also das hat sich jetzt nochmal gelohnt, die Kommandozentrale zu zerstören, weil die würde sonst minus 2000 Punkte geben. Ja, und wir haben noch eine Einheit im Eingang, mit der wir unser Raumschiff zurück navigieren können. Was? Wie, warum? Hallo, wir sind doch mit einem wieder zurückgekommen. Wir hatten doch jetzt noch einen im Ausgang, oder? Habe ich das nicht richtig gesehen? Jetzt muss ich mir gleich nochmal die Aufnahme angucken. Ich habe den doch extra in den Ausgang gestellt, habe dann die Einheit, den Einsatz abgebrochen. Und der könnte normalerweise den Erik mit wieder zurückbringen. Na gut, okay. Ach, ja. Alle 14 Einheiten hinüber. Das XCOM-U-Boot ist ebenfalls verloren. Das ist doch... Also ich würde vermuten, dass das ein Bug war. Oder ich war zu schnell und zu dumm, um das zu bemerken. Also, wir haben alle unsere Spitzeinheiten verloren, außer dem... Sandro ist doch... Hä? Fahrzeugwaffe 1. Also wenn das kein Bug ist, dann weiß ich auch nicht. Also ihr seht, der Sandro hat es heil zurückgeschafft. Ich muss auch gleich mal gucken, ob wir hier Sachen geborgen haben. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Haben wir scheinbar nicht. Nein. Ja, der Sandro hat es irgendwie wieder zurückgeschafft, wie auch immer. Den Erik hat er dabei nicht mitgenommen und er steckt jetzt im Fahrzeug Waffe 1. Also, das geht hier alles seinen legitimen Gang, wie es aussieht. Ich hoffe, den kriege ich auch wieder raus aus dem Fahrzeug. Aus diesem imaginären. Ich muss erst meinen neuen Triton kaufen, der kostet ja noch eine halbe Million. Okay, okay, okay. Ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ah ja. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, aber hallo, was soll ich machen? Ich baue mal zuerst zwei Sonar-Oszillatoren. Und danach Rüstung. Ach ja, ich brauche auch neue Soldaten. Davon kaufe ich mal ein paar. Nein. Stützpunkt herstellen. Und zwar... Wo, wo, wo? Da. Eine Ionenpanzerung. Davon nehme ich mal ein paar. Herstellen. Okay. Gut, wir haben hier schon mal mehr allgemeine Lager. Jetzt muss eigentlich auch bald unser, ja, ein großes Schiff. Das fangen wir mal mit zwei Einheiten ab. Terrorangriff. Klar, Terrorangriff ohne Triton ist überhaupt kein Problem. Ja, da ist er weg und wir bekommen
ordentlich Minuspunkte dafür. Ich glaube 2000. Ja, mit so Bugs wurde das Spiel gleich noch ein bisschen schwerer. Außerirdischer Sondereinsatz. Der Sondeneinsatz wird zur Korrelierung von Daten über Meeresboden, Ressourcen, Schiffs- und Flugzeugrouten eines Gebiets verwendet. Die hier tätigen U-Boote der Aliens stellen an sich keine Gefahr dar, zeigen aber Aktivitäten an, die jederzeit eskalieren könnten. Ja, jetzt mussten wir nochmal den Tassov erforschen, damit wir endlich den Störimpulswerfer erforschen können. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil wir nicht mehr so viele Wissenschaftler haben. Da haben wir die MS-Labors. Da brauche ich gleich mal noch ein allgemeines Lager neben. Ich denke, unsere Herstellung müsste auch bald, ja, bald fertig sein. Und zwar jetzt. Herstellung. Viel mehr gaussische Kanonen. Okay. Ja, unser Geld reicht leider immer noch nicht. Wir benötigen einfach noch viel, viel mehr. Nein, nicht dort, sondern auf diese Basis. Und dann gaussische Kanonen verkaufen. Könnte doch fast 10 Millionen bei rumkommen, oder? Naja, nicht ganz. Ich lass mal gleich die Leute. Katze genutzt 1. Zombie-Sandro. Okay, Zombie-Sandro hat es irgendwie. Also, das Spiel hat schon mitbekommen, dass der Zombie-Sandro es zurückgeschafft hat. Eigentlich in dem Triton. Aber der Triton an sich ist verschwunden. Und das hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Restlichen Leute rein und dann. Ja, der O ist noch in seiner Panzerung und der. Genau, der Zombie Sandro auch. Und dann gebe ich mal hier Leuten noch. Ich brauche noch ein bisschen mehr Panzerungen. Ja, ich weiß nicht auch. Nicht darauf geachtet, ob die auch alle im Triton sind. Nein. Ja, das war jetzt nicht so clever. Ja, die Leute hier sind ja gar nicht in dem Fahrzeug. Dann sind hier ein Triton 2. Die Leute sollten gefälligst Panzerung tragen. Ja, gut, 2 fehlen noch. Da stellen wir noch eine Handvoll her. Und zwar gaussische Kanonen. Und halt noch ein paar von den Panzerungen. Und ich muss gleich mal gucken. Nein, nicht ganz so viele. 5 reichen. Und ich muss gleich mal gucken, ob wir denn eigentlich überhaupt noch ausreichend Ausrüstung haben, weil die ist ja gleich mit verloren gegangen. Ausrüstung. Im Wesentlichen haben wir noch ein paar Sonarkanonen auf Lager. Wenn auch nicht sehr viele. Thermotaser. Thermoschocker brauche ich gerade nicht, aber ich hätte gerne zum Impulsgeber. Und wir haben kein Molekülsteuerungsleser mehr, kein MS-Lehrer. Gut. Gut, wir hatten eine neue Werkstatt hergestellt und ich hole mir noch ein paar Techniker ran. Mittelgroß. Alles ran da. Nein, 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 nein. Also man hat schon gesehen gehabt, ich gehe mal auf die letzte Grundposition. Alter, sind zurückkehren. Ihr habt schon gesehen gehabt, dass wir mit den Key-Menschen natürlich extrem leichtes Spiel hatten und hier hatten wir auf einmal übelste Probleme. Da ist es ja auch schon. Ich meine, hier muss irgendwo eine Alien-Basis sein. Das kann gar nicht anders sein, sonst würde dass dieses U-Boot nicht die ganze Zeit dort patrouillieren. Und da ist noch eins. Mal schauen, ob ich hier runterholen kann. Ich glaube zwar nicht. Er hat auch nicht mehr viel Treibstoff. Aber wir können es ja mal probieren. Und wir haben schon wieder so eins. Ich sehe bereits, dass unsere Reichweite größer ist.